Ja, moin, wir sind wieder zurück bei The Last of Us 2. Wir müssen dann zu dieser Explosion da vorne. Sisi? Ah, hier. Alles voll von diesen Freaks. Und oh, das noch. Sie haben ihn. Sollen wir mithelfen? Nein. Was ist das? Dennung, was riechst du da? Wer ist das? Oh, oh, oh. Gleich hier drüben! Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt kommt dann noch der Hund. Komm, 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 kill den. Ihr habt sie erwischt. Hier, hier. Komm. Oh mein Gott. Armer Hund. Nein. Ich wollte ihn nachladen. Ich brauche noch Muni und so. Kein Querschuss. Kommen wir schon wieder. Aber wo? Steine. Tönt sie echt das Problem? Das ist sie. Was wollen diese Scheiß Eindringlinge? Raus. Scheiß drauf, lieber kein Risiko eingehen. Shit, ich verdammte Scheißhund. Ah.
ist auch noch einer. Nein! Und Muni wieder leer. Das wird ja heiter da. Jede Menge Flaschen, für wenn man lautlos würde vorgehen. Aber ich ballere eher letzte ein bisschen mehr. Scheiße. Und. Nein. Und da habe ich etwas nicht richtig durchsucht. Da hätte man noch hier runter rein können. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Shit. Der Raum da. Da wäre noch das Versteck gewesen. Ah, fuck. Weichen Sie aus! Also ich kann die nicht. Warum kann ich die nicht können? Harry! Verdammtes Miststück! Hey! Warum trifft sie nicht? Warum treffe ich die nicht? Der Schuss ist durch die Tür gegangen, oder was?
Das war jetzt komisch. Ganz schräg. Vielleicht mal das Licht abstellen. Ich hure Idiot. Jetzt habe ich wahrscheinlich einiges an Medikamenten verpasst, weil ich die ganze Lager nicht. Die ganze Lager nicht abgecheckt habe. Warum leuchtet das so? Das war irgendein Grafikfehler. Nein, wieder? Ich kann es aber nicht sammeln. Ich glaube, unser Kollege kämpft auch noch mit denen. Ja, wir haben sie gewählt! Oh mein Gott! Da kommt jemand, oder? Da kann ich eh nichts holen. Wie ich so Zeug verpasst habe, bin ich ein bisschen unsicher. Wenn ich irgendwo noch rein könnte. Nein. Wir haben ihn gefunden. Was zur Hölle machst du hier? Was tut der da? Jesse. Wo ist Dina? Oh nein. In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan. Wir müssen hier wegkommen. Okay.
Nein, ich wollte noch das Haus looten. Bitte sei vorsichtig. Okay, gar nicht. Ganz bei dir, Mann. Ich hab den Weg. Vielleicht in dem Haus? Ja. Schöne Deckung vom Grill. Alles klar bei dir? Dana? Steckst du? Wo ist auch mein Kollege her? Alan? Die kommen hierher. Die kommen hierher. Das ist schon gar, wenn wir nicht noch absuchen, was es so. Oh nein! Oh nein! Ich denke, er steigt wieder raus. Entschuldigung. Jetzt stirb ich auch mal. Schon mal neu gewesen mit nicht sterben. Ich hätte gerne noch hier Gebäude durchsucht. Hey! Hey! Ich kann nicht so schnell zielen irgendwie. Sind wir ja weit gekommen. Gröbst weg. Oh mein Gott. Raus. Ich hatte ja gar keine Tür mehr, ich hätte dort locker rauskommen. Okay. Oh, nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher.
Dina! Hey. Oh mein Gott. Jesse. Hey, Dina. Hey, hey. Alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, ja. Okay, komm. Ist an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, komm, setz dich doch. Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir, aber an der Grenze zu Olsen gibt es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Willst du es probieren? Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Sehr gut. Auf Patrouille. Oh. Nicht geklappt. Fängt an, den Fall der Kugel auszugleichen. Ja, ich will probieren, aber die leben noch. Na bitte, das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Was, wenn ich nochmal da drin schieße? Sollte er kommen? Ich finde keine mehr. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur... Ach, ich weiß es auch nicht.
Sieh dir den Schuppen an. Ups. Wieso? Ja, totes Tier. Hey. Sie fressen sich ja den Hirsch, das hat. Zum Glück kann ich genug Muni. Der Schuppen. Irgendetwas habe ich noch nicht gesehen. Bitte. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind das bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du es? Mhm. Wow. Ich mag das Teil. Schnitt einfach. Drei noch. Keine Eile. Du kriegst das raus. Oh, komm schon. Falscher Knopf. Versuch's nochmal. Du hast Talent. Du musst so vorschießen, aber auch nicht zu viel. Der Duft von trockenem Laub. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit! Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo, Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist dein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Gibt's da nichts? Irgendein Tagebucheintrag? Oh. Was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joe. Hm. Ist
der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Und das Medipack kann nie schaden. Man weiß ja nicht, was da unten passiert. Klingt okay, finde ich. Ja, das klingt schön. Oh nicht. Doch, doch, schau. Ein bisschen Muni. Ja. Ist das da, wo Joel ist umgebracht worden in diesem Gebäude? Die Munition, ob ich die kann behalten in Zukunft. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren. Du weißt es. Zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Du bist witzig. Zum Musikladen geht's darum. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Ja, aber da hat es auch noch das Gebäude hier. Ach, verdammt! So. Das heisst, da müssen wir einfach später mal rein. Wobei, wir kommen hier gar nicht... einmal sogar... Oder? Was? Doch ins Gebäude, oder? Verdammt! Da könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Wieder zurück. Was sein? Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht! Yep. Das ist komische Schleifspur. Ich bin durch! Moment! Okay. Ich suche. Super.
kann man auch verschieben. Dann. Aber erst mit Joel. Na hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Dankeschön. Sie haben einen lustigen Humor miteinander. Deine kommt zuerst. Tablette ist etwa nicht so das Thema. Ich finde das hier gruselig. Doch nicht. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Spuren heißt Klicker. Rein in die Hölle. Warst du hier schon mal drin? Dass sie die Gebäude nicht abbrennen, die so infiziert sind. Ich würde die abbrennen. Vielleicht. Schau, ob es rum ist. So gerne hier die Tür raus, aber wahrscheinlich muss ich ihn da reinlassen. Ist er da rein? Ich glaube, hier ist er rein, oder? Ja. Zuerst noch hier. Ein Brief. Ich kann sagen, warum kann ich den nicht lesen? Kann der Pilz noch, wenn du es umgebracht hast, so weiter ausbreiten? Brennt das hure Scheißgebäude ab?
fackelt das Ding ab. Schon nicht. Hier lang. Ellie, komm. Ah, sieh sie. Hier. Okay. Schalten wir sie aus. Leise, Joel, leise. So ist es wahrgenommen. Das sieht nach einem Überlebenden aus, wo sie einen verwutscht haben. Es läuft. Die muss schon ein bisschen leiden, wie die alben Töne. Die Liederrichtungen. Joel, machst du noch etwas? Gut, dann gibt mir Deckung. Ist, hat er es gesagt. Ich glaube, das war's. Ja, doch. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleiner. Ja, du auch. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Jetzt hat er schon so viel gekillt von denen. Dann nehmen wir natürlich den Baseballschläger. Die Pistole ist voll. Ich folge dir. Nicht ungefährlich, wenn das Loch in der Wand ist oder so. So einer. Ein Gaser. Ein
Joel schießt in eine andere Richtung. Ja, der kann das Gas so schießen. Oh, weg, 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 weg. Das schießt so Fleder von seinem Körper. Und Joel, du nimmst den. Der lebt immer noch. Was? Jetzt hat er mich? Wie hat er das geschafft? Der ist nochmal anders da. Der explodiert nicht, aber der schießt die Körperteile. Wo... Zum Glück habe ich noch Munition gesammelt. Klar? Außer dass ich echt alt bin, nicht bis 8 Stunden schlafen nicht heilen können. Ich will hier raus. Ah, er hat einen gescheiter mit einem Molotow-Cocktail beschossen. Das wär's gewesen. Jetzt habe ich meine ganze Muni verschwendet. Suchen wir noch etwas ab. Schon mal nicht raus. Da rein können wir nicht mehr, oder? Joel, komm. Ich habe noch etwas gesehen, dass er nicht gekommen ist. Was machst du da? Ich komme nicht drüber. Was, wenn A2 Bloater lauert? Das wird schon. Oder? Wir kommen nicht auf Floater. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Zeigen Sie sie den beiden. Zusammen, oder? Mal so. Wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ah, ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. Spezielle Freund. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Und wie er recht hatte.
Kannst du dich da durchzwingen? Ja. Siehst du, was da ist? Ja. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mehr einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. Mein lieber Adam und Sidney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Wären Sie doch immun, oder? Also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja, das haben wir gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkommen willst? Nein. Gut. Dann komm.